Offizielle Website. Tja, jetzt kommen die kalten Tage. Die Blätter sind nur rot. Das ist ein schönes Bild von hier oben. Aber jetzt kommen die unangenehmen Tage für Reporter im Stadion. Weil da zieht es dann überall. Und da ist ein richtiger Schal angesagt. Aber es kommen noch gute Spiele. Speziell der nächste Spieltag. Aber ihr habt doch bestimmt so VIP-Heizdecken. Ach was denkt sich den kleinen Lieschen so aus, dass wir alles am VIP? Die denken doch alle, wir würden viel Geld verdienen. Die denken alle möglichen Blödsinn. Es gibt einige Stadien, die haben eine Kabine. Aber in der Regel sitzen wir draußen. Beim Live-Kommentar übrigens generell draußen. Was heißt immer live aus der Reporterkabine? Da würde man gerne mal dabei sein und zuschauen. Nix Kabine. Bei minus 30 und bei plus 40 immer draußen. Sonst ist der Kontakt zum Spiel ja nicht da, die Akustik, die Fans, das muss man erst da miterleben. Also bei Live. Bei Zusammenfassung geht das auch anders. Aber seid ihr nicht so konzentriert und so fokussiert? Kriegt ihr das noch wirklich mit? Ja, ich hatte mal ein Erlebnis in Lissabon, da hat man das sehr gut mit uns gemeint. Benfica Lissabon gegen Bayern. Hinspiel schon, glaube ich, 4-0 durch drei Klinsmann-Tore damals in München. Und da haben sie Portugiesen sehr nett mit uns gemeint und haben den Reporterplatz im VIP-Bereich aufgebaut. So, Panzerglas davor, ein weißer Nappa-Ledersessel und im Stadion nur 8000 Leute, weil die natürlich schon mehr oder weniger ausgeschieden waren. Und ich hatte das Gefühl, ich führe da Selbstgespräche. Also es war nicht so schön. Also immer draußen. Seitdem steht fest, nur noch draußen. Reti, nur draußen. An diesem Wochenende werde ich nicht im Stadion sein, nirgends, weil ich einen privaten Termin habe. Dennoch beschäftigt uns ja die Bundesliga. Freitagsspiel ist Bayern München gegen den SC Freiburg. Freiburg habe ich am letzten Samstag gesehen gegen Kaiserslautern. Das war ein glücklicher Sieg gegen zeitweise bessere Lautere, die durch individuelle Fehler, wie das so schön heißt im Trainerdeutsch, das Spiel verloren haben. Freiburg hat eine neue Eigenschaft hinzubekommen, nämlich nicht nur das schöne ästhetische Spiel, sondern auch kämpfen. Aber dieser Kampf wird nicht belohnt werden. Bayern München meilenweit entfernt von der Tabellenspitze, aber mit Tuchfühlung dann möglicherweise zu den Europa-League-Plätzen. Das kann im Moment nur das Ziel sein. Deshalb gewinnt Bayern das Spiel mit 2-0 gegen die Dutt 11. Nächstes Spiel am Samstag, Werder Bremen gegen den ersten FC Nürnberg. Ein Duell des oberen gegen das untere Mittelmaß. Werder rappelt sich langsam. Das 4-1 in Gladbach hat das ja bewiesen. Nürnberg ist aber eine unberechenbare Mannschaft, die auch trotz der Jugend sehr diszipliniert spielt, taktisch auch gut steht. Dennoch wird es nicht ganz reichen. 2-1 für Bremen ist der Endstand nach meiner Prognose. Wolfsburg gegen Stuttgart. Steve McLaren gegen Jens Keller. Jens Keller war früher selbst Spieler bei Wolfsburg. Ist noch ungeschlagen mit dem VfB Stuttgart seit der Ablösung von Christian Groß. Wolfsburg hat, glaube ich, ein Mentalitätsproblem. Also Mannschaften, die 3-0 führen, die 1-0 führen, die 2-0 führen und dann immer noch das Spiel verlieren, müssen sich fragen, ob die Konzentration wirklich so voll da ist, wie es nötig wäre. Ich weiß nicht, ob das auf Anhieb einzustellen ist, dieses Problem. Deshalb glaube ich, dass Stuttgart dort einen Punkt holen wird. Ein 1-1 in Wolfsburg. Wir schauen aufs Blatt. Der erste FC Köln empfängt mit dem Übergangstrainer Frank Schäfer den wiedererstarkten Hamburger SV. Sie werden es sicherlich probieren, vor heimischem Publikum diese unattraktive Spielweise, die unter Soldo ja so viel Kritik ausgelöst hat, offensiver vielleicht zu spielen, aber irgendwas zu ändern, dass das Publikum in Köln das auch verdient hat, eine etwas attraktivere Mannschaft zu sehen. Und deshalb werden sie in Konter laufen. Und Köln verliert zu Hause nach attraktivem Spiel gegen den HSV mit 2-3. Der 1. FC Kaiserslautern gegen Borussia Mönchengladbach. Der Aufsteiger hat 5-mal nacheinander verloren. Das wäre nicht nötig gewesen, weil einige Spiele waren wirklich sehr, sehr knapp. Das sind Leichtsinnsfehler. Stefan Kunz sagte, einigen fehlte die Gier. Und der Trainer sagte das auch, Marco Kurz, für eine Mannschaft nach dem guten Start auch sich zu verinnerlichen, dass eine Mannschaft wie Lautern immer gegen den Abstieg kämpft in dieser Phase als Neuling. Deshalb werden sie sich zusammenreißen. Sie werden Mönchengladbach, die Schießbude der Liga,
zwar nicht so viel einschenken wie zuletzt die anderen Teams. Gladbach hat ja einen Gegentorschnitt von 3 pro Partie, 27 Gegentore in 9 Spielen. Lauter Maß mit einem, 1:0 für die Jungs vom Betzenberg. St. Pauli gegen Frankfurt ist das letzte Spiel am Samstag. Das ist ein schwieriges Spiel. Ich glaube, dass die Frankfurter Eintracht von der Substanz her, hat man gegen Schalke gesehen, sehr stark gewachsen ist. Das ist so, dass gegen Schalke auch ein Sieg möglich gewesen wäre. St. Pauli zu Hause nicht immer überzeugend. Das ist auch so eine Truppe, die ja, sehr schwankt, obwohl sie sehr gut steht. Ich tippe auf ein 1:1. Schalke gegen Leverkusen, das Abendspiel 18.30 Uhr exklusiv im Free TV im Sportstudio mit dem Kollegen Oliver Schmidt als Reporter. Und Oliver wünsche ich ein torreiches Spiel. Das ist, wenn man Schalke sich anguckt, ein mutiger Wunsch, den sie treffen nicht so häufig. Leverkusen ein bisschen angeschlagen durch das 0:1 gegen Mainz auf eigenem Platz. Damit haben sie den Anschluss ein wenig verloren. An die Spitze, das werden sie versuchen zu korrigieren. Es gibt einen Auswärtssieg in der Arena. Leverkusen gewinnt auf Schalke mit 2:0. Tja, jetzt kommt hier der Böller. Das gab es selten in der Bundesliga, habe ich mal gelesen, so 35 Mal, dass der Erste und der Zweite direkt aufeinandertreffen. Mainz 05 gegen Dortmund. Tuchel gegen Klopp. Zwei Trainer, die Christian Heidel erfunden hat. Ein früherer Autoverkäufer, der genötigt war, immer mit wenig Geld das Beste aus dieser Mannschaft rauszuholen und hat viel Fantasie bewiesen und auch in der Trainerfrage. Kloppo war ein Zweitligaspieler und die hatten einfach irgendwie keine Idee mehr, wer wird ein Trainer von Mainz? Jörg, machst du es? Ja, mache ich. 2001. Thomas Tuchel, A-Jugendmeister mit Mainz 05. Nach der Entlastung von Andersen, 5 Tage vor Saisonbeginn in der letzten Spielzeit. Ein mutiger Schritt. Tabellenführer gegen Tabellenzweiter. Das Besondere in Mainz wird sein, dass Jürgen Klopp empfangen werden wird wie ein Held. Alle anderen Fans pfeifen ehemalige Mitarbeiter des Vereins aus, ob Spieler sind, ob Trainer in Mainz. Das ist die Fankultur, die bemerkenswert ist und bewundernswert. Sie werden Klopp feiern. Es gibt eine Party, dieses Spiel. Und der Tipp ist ganz, ganz schwierig. 2:2. Unentschieden. Beide spielen einen sehr kraftraubenden Fußball. Beide haben noch Pokal in den Knochen in dieser Woche. Dortmund letzte Woche noch Europa League gespielt. Mainz vielleicht etwas frischer oder die europäische Belastung. Aber Jürgen wird in Mainz nicht verlieren, irgendwie, habe ich das Gefühl. Aber letztes Jahr war es so. Da hat Mainz 1:0 gewonnen. Da ging es für Mainz nicht mehr um viel, für Dortmund um die Europa League. Ich bleibe dabei. Ich bin ja selbst am Schwanken. Aber ich bleibe bei meiner ersten Version. 2:2. Der erste Gedanke ist immer der beste. Hoffenheim gegen Hannover. Das ist auch so eine Wundertüte, dieses Hannover 96. Die sind Tabellendritter. Immer noch. Nach 9 Spieltagen Tabellendritter der Bundesliga. Haben gegen Bayern vor 2 Wochen ganz schlecht ausgesehen. Haben sich gegen Köln wieder gesteigert. Aber Hoffenheim ist eine spielstarke Mannschaft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 96 dort punktet. Mit knapp 2:1 für die Rangnick-Leute aus dem Kraichgau. Hätten wir sie alle neu, gell? Das heißt also, nach dieser Prognose bleibt Mainz Spitzenreiter vor Borussia Dortmund. Und der SFC Köln bleibt Letzter. Und das Stadion kann man ja hier sehen, oder? Stadion kann man sehen. Wollen wir mal gucken? Pass auf, hier ist eine Taube und wenn man dann nach rechts guckt und das Wetter schön ist, sieht man hier die Skyline von Frankfurt, das ist an Derbytagen schön und vorne, wo die, wenn wir ein bisschen nach rechts schwenken, da ist die Satellitenschüssel, da eine weiße große, ne? Mit so einem roten Zickzack drauf, die große und ein bisschen rechts davon, am Europakreisel, da wird das neue Stadion mit 34.000 Zuschauer von Mainz 05 entstehen. Vielleicht sehen wir in diesem Stadion. Das wäre toll für die Gegend, für Tuchel, für eine Mannschaft, die vor ein paar Jahren absoluter Nobody war. Europa League Spiele hier. Wir können die Stimmung hier aus dem Fenster verfolgen, wenn wir keine Zeit haben. Wir schneiden müssen aber einen ganz kurzen Weg zum ZDF. In diesem Sinne, schönes Wochenende.